Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Es ist endlich wieder soweit, die Kawaii-Box ist bei mir angekommen und ja, ihr seht es vielleicht schon, es sieht etwas anders aus als sonst. Die Kawaii-Box ist eingetütet, mit dem tollen Spruch drauf, die Sendung wurde leider beschädigt und deshalb von der Deutschen Post mit Kunststoffhülle versehen. Dankeschön, Deutsche Post. Und ja, ich darf jetzt erstmal mein Paket austüten, denn ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfängt, aber hier ist der Karton sehr demoliert. Ich hoffe, es ist nur der Karton und nicht der Inhalt. Das wäre nämlich wirklich super, super schade. Ja, let's find out und so. Schere und ab geht's. Ja, sieht wirklich sehr demoliert aus, jetzt wo ich es so ausgepackt habe. Naja. Ich hoffe, dass wirklich der Inhalt heile geblieben ist und nur der Karton beschädigt wurde. Das wäre mega schade. Ich öffne mal ganz vorsichtig, nicht dass mir hier noch komplett auseinanderfällt. Okay. Auf den ersten Blick sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Direkt mal wieder die Karte. Die ist auch ein bisschen verknickt. Happy Valentine's Day. Ja, der Valentinstag ist vorbei. Aber gut. Macht ja nichts. Wir haben hier die Januar 2017 Box. Wieso das so ist, immer mit einem Monat Rückstand, habe ich euch ja in anderen Kawaii-Box-Unboxings schon erklärt, muss ich jetzt nicht wiederholen. Was haben wir hier? Wir haben ein Popcan. Okay. Ich glaube, das ist ein Lolli von Disney. Steht Disney drauf? Popcan. Irgendwas Lolli-mäßiges. Packe ich jetzt mal nicht aus, weil bei Lollis ist das immer so, man packt die aus und ist dann stundenlang damit beschäftigt, die aufzuessen. Zumindest bei mir ist das so. Ich brauche dafür immer ewig. Lass ich lieber eingepackt. So, was haben wir hier? Sweet World. Wir haben hier kleine Miniatur-Essens-Dingsies. Zum Beispiel Hummer oder ich weiß nicht, was das in der Mitte sein soll. Ein Ei oder sowas. Was Fleischmäßiges erkenne ich. Für den Rest fehlt mir ein bisschen die Kreativität. Vielleicht irgendwas Suppen- oder Püree-mäßiges. Auf jeden Fall Miniaturessen. Auch interessant. Wir hatten beim letzten oder vorletzten Mal diese Cupcakes zum selber modellieren und mit diesen kleinen Kaffeebechern und so. Und jetzt haben wir hier schon fertig modelliert. Einfach Miniatur essen. Witzige Idee auf jeden Fall. Sehr witzig. Was ist das? Ein Ring Premium. Kickstand and Safe irgendwas. Made in China. Ich weiß nicht, was es ist. Ich packe es mal ganz vorsichtig aus. Sieht das auf jeden Fall aus wie ein Häschen. So viel weiß ich schon mal. Ansonsten weiß ich gerade echt nicht, was es sein soll. Ein Ring. Mann. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Vielleicht ein Handtuchhalter oder sowas. Das könnte sein. Ja, ich merke gerade, hier hinten ist so eine Klebefläche. Da kann man so ein Stück Folie abziehen und dann ist so eine Klebefläche. Und dann kann man das wahrscheinlich an die Fliesen oder so kleben. Und hat dann ein Handtuchhalter? Oder was hängt man denn sonst so auf? Naja, Dinge. Ein Dinghalter. Was auch immer. Aber voll süß, das Häschen. Witzige Idee auf jeden Fall. An die Seite legen. Was haben wir als nächstes? Ghost Pop. Ghost World. Den ersten Blick kann man nicht erkennen, was das ist. Ich tippe auf ein Notizheft oder sowas. Nein! Oh, hallo. Es ist ein Spiegel. Oh.
da hätte ich jetzt am allerwenigsten mit gerechnet. Das ist ein aufklappbarer Spiegel. Witzige Idee. Ich dachte echt, das wäre so ein Notizheft oder so. Finde ich cool. Auf jeden Fall wieder was Praktisches. Und vom Motiv her finde ich das auch echt süß. Das gefällt mir. Was haben wir hier? Ein Schleifchen für die Haare. Eine Haarklammer. Mit Plastikschleife obendrauf. Jetzt habe ich heute, ausnahmsweise heute, meine Haare nicht offen, sondern mit so einem Tuch. Weshalb ich das jetzt gar nicht austesten kann. Ja, und das sieht natürlich Banane aus. habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ja hier auch Haarzeugs drin sein kann. In der Kawaii-Box hatten wir ja schon mal so Haarklammern. Ja gut, habe ich nicht drüber nachgedacht. Naja. Aber kann sich jeder vorstellen. Sowas macht man halt in die Haare. Haarklammern kennt jeder, muss man nicht wirklich demonstrieren und erklären. Ein süßes, lila-rosanes, was auch immer, Schleifchen. Als Haarklammer. Dann haben wir... Oh Gott. Ja. Wir haben wieder DIY-Essenszeugs. Wahrscheinlich wieder Süßkram, so wie es aussieht. Und dazu fällt mir ein, ich habe ja immer noch den Pudding nicht gemacht. In der letzten oder vorletzten Kawaii-Box war ja so ein DIY-Pudding-Zeugs. Dazu wollte ich eigentlich noch ein Video gemacht haben. Kommt auf jeden Fall noch. Es ist nicht vergessen. Und dazu kommt dann demnächst auch ein Video. Zu viele Videoideen, zu wenig Zeit. Aber es kommt, es kommt. Habt Geduld, habt Geduld. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. So Tierfigürchen. Wahrscheinlich wieder Zucker pur und Chemie pur und... Ja, aber es sieht süß aus, so auf den ersten Blick. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich finde demnächst mal die Zeit, die ganzen DIY-Sachen auszutesten. Wie gesagt, noch aus der anderen Kawaii-Box, dieses Pudding-Zeugs. Es ist nicht vergessen. Wirklich nicht. Dann haben wir... Oh, mal wieder ein Stift, glaube ich. Oh, der ist so süß eingepackt. Das mag ich gerade gar nicht kaputt machen. So fun. Ein Stift mit Schleifchen oben dran. Ich mache das mal ganz vorsichtig auf, weil ich das jetzt eigentlich fast schon einfach so gelassen hätte. Dekomäßig, aber gut. Schleifchen an die Seite. Stift auspacken. Ist es ein Stift? Muss ein Stift sein, was soll es sonst sein? Das ist ein Stift. Oder? Hier gerade was zu schreiben? Ja, ja, ja. Das ist ein schwarz schreibender Stift. Mit interessantem Muster. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Es könnte eine Schlange sein. Es könnte Schokolade darstellen. Es könnte aber auch... Ich spreche meine Gedanken nicht aus. Etwas anderes sein. Auf jeden Fall ein interessantes Muster. Und sehr süß eingepackt gewesen mit der Schleife. Ich werde das wahrscheinlich nie wieder so eingepackt kriegen. Aber naja. So ist das nun mal. Sehr süß. Stifte finde ich immer eine gute Idee. Immer gut. War bis jetzt, glaube ich, auch in jeder Box drin, oder? Ich glaube schon. Oh. Und da haben wir wieder. Das war in meiner allerersten Kawaii-Box, die ich ausgepackt habe. Hatten wir so Juwelensteinchen, Sticker, Dingsies, wie auch immer man sie nennen mag. Und jetzt sind hier wieder welche drin. Anderes Muster, andere Farbe, aber es bleibt kitschig. Bin ich wirklich kein Fan von. Das ist mir echt too much. So ein bisschen pink ist okay. Ein bisschen kitsch ist manchmal auch okay, aber... Das ist schon echt zu übertrieben. Wirklich übertrieben. Also das
packe ich direkt an die Seite. Was ist... Nee. Kann ich leider nichts mit anfangen. Was ist das hier? Simple Sticker. Nochmal Aufkleber, aber so... plüschige Aufkleber. Die haben so ein bisschen so Plüschfell obendrauf. Und das sind Herzchen. Plüschige Herzchen. Die finde ich wiederum süß. Die finde ich nicht so kitschig und nicht so übertrieben. Die finde ich gut. Um mal so den Unterschied zu sehen. Das eine war kitschig und das hier finde ich gut. Geschmäcker sind verschieden, ich weiß. Anderen gefällt wiederum das andere wieder und bla bla bla. Muss man sich nicht drüber streiten, aber meine Meinung, mein Video. Just saying. So, und dann haben wir, glaube ich, schon das vorletzte. Ja, hier sind wieder diese üblichen Flyer, die lasse ich mal drin liegen. Wir haben hier ein Ichigo? Ein Button. Packe ich mal aus. Ein Button hinten mit einer Sicherheitsnadel. Ichigo. Oh, nicht dich selber stechen, Mädchen. Gott, das sieht immer gefährlich aus. Ein Button. Sieht man jetzt bestimmt super. Mit einem Cupcake und einem Häschen obendrauf. Nebendran, nicht obendrauf. Finde ich süß. Kann man sich irgendwo dran bappen. Und jetzt, last but not least, das letzte Item aus diesem demolierten Karton. Wie gesagt, sonst ist nur noch Flyer drin. Der Karton ist Schrott. Oh, ich erahne schon, was es ist. Ich schnappe mir mal die Schere und oh mein Gott, das ist wieder etwas Flauschiges. In der Kawaii-Box sind immer flauschige Sachen. Aber diesmal nichts Flauschiges zum Aufhängen. Die ganzen letzten Kawaii-Boxen hatte ich immer was mit so einem Gebimsel oben dran, womit man die Sachen aufhängen konnte. Und jetzt haben wir etwas nicht zum Aufhängen, sondern einfach zum Hinlegen, Hinstellen, wie auch immer man das nennen mag. Und es ist ein Kätzchen. Und es ist so süß. Und es kommt mir bekannt vor. Ist das auch aus einem Anime? Oh Gott, da blamiere ich mich wieder. Auf jeden Fall kommt mir dieses Kätzchen echt bekannt vor. Es kann aber auch einfach nur ein japanisches Kätzchen sein. Lasst es mich wissen, falls ihr wisst, ob das aus einem Anime ist und wenn ja, aus welchem. Auf jeden Fall ist es super süß und genauso flauschig wie die ganzen anderen Sachen aus der Kawaii-Box. Aus den letzten Kawaii-Boxen. Richtig cool. Aber es ist auch gar nicht so klein. Die anderen Sachen waren oftmals kleiner. So ungefähr halb so groß, glaube ich. Ein Kätzchen. Ein japanisches Kätzchen. Voll süß. Mit den Öhrchen. Einem Grinsegesicht. Richtig cool, richtig cool. Also die Plüschis sind für mich persönlich in der Kawaii-Box immer das Highlight. Grundsätzlich. Immer. Sind viele, viele tolle Sachen dabei, aber das Plüschi ist immer mein Highlight. Mein persönliches. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen von diesem Unboxing. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, lasst es mich wissen. Freue mich immer über Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich bei einem anderen Unboxing oder einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!